Norman Fockenhauer und Ronny Wirth haben Glück gehabt. Nach ihren Ausbildungen zum Landschaftsgärtner und Koch hatten die beiden zwar einen Gesellenbrief in der Hand, aber der passende Arbeitsplatz fehlte. Übers Arbeitsamt wurden die 2016 29-jährigen Männer an die SR Gebäudereinigung GmbH vermittelt. Das Projekt Einstiegszeit hat mir neue Mitarbeiter gebracht, zwei neue Mitarbeiter, die wir dann übernommen haben in eine Vollzeitstelle, unbefristet. Und hoffe so, mit dem Projekt noch weitere Mitarbeiter rekrutieren zu können. Doch wie macht man aus einem Landschaftsgärtner und einem Koch Gebäudereiniger? An diesem Punkt kommt die IHK-Projektgesellschaft sprichwörtlich ins Boot. Mit deren Projekt Einstiegszeit für Jugendliche wurden die arbeitsplatzorientierten Qualifizierungen der beiden Quereinsteiger finanziert. Dass das Projekt brandenburgweit so gut angenommen wurde, weiß Projektleiter Peter Wölfling zu berichten. Wir haben mittlerweile über 2200 junge Leute angesprochen für das Projekt und konnten bisher 1650 junge Leute in kleine und mittlere Unternehmen vermitteln. Davon, was uns besonders stolz macht, sind über 45% junge Frauen, die dadurch eine Perspektive in Brandenburg erhalten. Während Norman Fockenhauer und Ronny Wirth in ihrem neuen Job zwischen Rostock, Berlin und Märkisch-Oderland verschiedenen Reinigungstätigkeiten nachgehen, steht heute ein Wohnhaus in der Vriezner Straße in Strausberg auf der Auftragsliste. Treppen fegen und wischen, Spinnenweben beseitigen und Hauseingangstür pflegen, so der Kundenauftrag. Damit der Wechsel von Einsatzort zu Einsatzort funktionieren kann, hatte beim Gebäudereiniger Nachwuchs ein Führerschein oberste Priorität. Den finanzierte über die IHK-Projektgesellschaft das Arbeitsministerium aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Jetzt können die beiden selbstständig von Ort zu Ort und von Auftrag zu Auftrag fahren. Und das fest angestellt. Das Schöne hier an der Sache war, dass einmal die Festeinstellung halt kam und ich die Möglichkeit hatte, den Führerschein halt zu machen, der für den Beruf ja sehr wichtig ist, weil wir ja auch viel zu Objekt fahren müssen. Und mit den Öffentlichen ist das halt nicht immer möglich. Man ist halt flexibler.